Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Diesmal spielen wir Prop Hunt, den Mod von Gary's Mod. Yay. Könnt ihr einfach zocken, wenn ihr Gary's Mod habt. Kennt der ein oder andere vielleicht, da wir TTT jetzt viel gespielt haben, wollen wir ein bisschen austauschen. Wir haben das Spiel auch schon jetzt 2 Stunden gezockt, aber hey, wie es so ist als Let's Player, mitten in der Nacht die Aufnahme crasht und wir haben uns gedacht, komm, da machen wir jetzt noch ein paar Folgen. Trotzdem, wir wollten das eh nur ein paar Folgen eigentlich anspielen, macht aber richtig Laune. Wir werden auch nur ein paar Folgen davon rausbringen und mal ein bisschen so die Gary's Mod Spiele durchswitchen. Und bei mir dabei sind der Bronzebier, den kennt ihr vielleicht noch aus Natural Selection. Hallöchen. Hallöchen, Bronzebier. Der PZ. Hallöchen, PZ. Hallo. Hallo. Der hallo. Dennis, auch bekannt als Mafuyo oder Heideltraut. Der Currywurst ist auch hier. Guten Tag, immer. Und der Major, ein neuer Geselle hier, mit dem wir noch nie zusammen gespielt haben. Und der Slay Massive. Alias Benny. Hallöchen. Und der Tommy D'Angelo, alias Too Familiar, der ist mir sehr familiär. Hallo. Hallo Tommy. Ja, den kennen wir. Ja, der Major, sein richtiger Name ist ja Ergun Atalay, ja. Das stimmt ja, oder? Ergun stimmt aber. Ergun stimmt. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ja, der Vorname stimmt. Ja, ja. Und wir spielen hier auf jeden Fall eine Runde Prop Hunt. Das ist ein Spiel, ein Team muss sich als Gegenstände verstecken. Das sind die Props, sind ein Gegenstände und müssen sich verstecken hier in dieser Karte. Und die Hunter, wir sind gerade Hunter, wir müssen diese finden. Ja, und wir können aber auch nur unbegrenzt auf die draufhauen. Deswegen rückelt man so ein bisschen an Gegenständen rum und denkt dann, bewegt sich hier was oder bewegt sich hier nichts? Das Bett bewegt sich, weil die Gegenstände, wo Spieler drin stecken, die bewegen sich nicht. So ist das Game. Das ist eine ganz interessante Nummer. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, muss ich auch mal sagen, also ne? Ja, hallo. Und Hallöchen, genau. Und die Karte, hallo, Tag. Die Karte heißt Motel Blackie oder so, ne? Oder Black. Ich weiß gar nicht, so viel Erfahrung haben wir in dem Spiel nicht. Wir haben ein paar Regeln aufgestellt. Nach einer Minute muss jeder, der ein Gegenstand ist, loslaufen. Ja. Das sind nur noch 11 Sekunden. Und was ist, wenn man nicht loslaufen kann, weil man feststeckt? Dann steckt man fest, dafür kann man nichts. Hast du ihn? Okay. Wie hieß nochmal das Motel? Motel Black oder so. Oder Blackie. Achso, oder Motel Black. Ich dachte Blackie. Motel Blake. Oder Blake. Weil dann hätte ich gefragt, der Blackie Fuchsberger hier spielt. Der Gute. Leider verstorben. Ruhe in Frieden, ja. Blackie. An dieser Stelle. So, aber das wird ein ganz lustiges Ründchen, glaube ich. Wie gesagt, kleine 18 Stunden. Die Folgen werden nicht mega lang. Das ist ein ziemlich kurzweiliges Spiel. Ähnlich halt wie TTT. Dank Gary's Mod. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Ganz freue ich mich sehr, dass wir mal eine kleine Runde Spaß wieder haben dürfen. Wer ist denn hier im Schuppen? Rennt ja auch fleißig. Sind ja noch 3 Sekunden, ne? Steckst du da wirklich fest, Curry? Ja. Ja, und Curry hat es ja gesagt. Sobald man auf ein Objekt haut, wo keiner drin ist, verliert mein Leben. Benni, hörst du was? Ich drücke. Genau, und diese Lebenspunkte, wenn dann das Leben weg ist, dann ist vorbei die Nummer. Ja, und der Curry steckt irgendwie fest, manchmal ein bisschen buggy. Muss ich stellenweise. Das einzige Leben, das ganze Curry, Leben. Curry, nur noch 7 Sekunden, nur noch 7 Sekunden. Oh Gott, der Curry wird gewinnen. Ich kann nichts machen, jetzt, Curry. Jetzt gewinnt er. Jetzt sag doch, wo du bist, Curry, komm. Oben, bei den Fässern. Ich kann wirklich nichts machen. Nein, das war eh. Da war ich schon gerade. Hier. Eines dieser Fässer. Er hat sich als eines dieser Fässer gestellt. Ich sag genau, sag da, hier, warte, links. Glaube ich dir nicht, Curry, glaube ich dir nicht. Doch, ich hab doch gedrückt. Was Spaß, ich mach doch Witze. Ich hab extra eine Tastatur. Der Curry, den kennt er auch hier. DayZ, alter Gesell, GTA und so, ey. Der alte Schlumi. Und so, ey, voila, ey. Und so. Jo, jo, jo. So läuft's. Richtiger Anteil. Major, ich will ja nicht hetzen, aber. Also, Major, also. Ne? Du weißt ja Bescheid. Richtige Fleischrolle. Ja, der Major ist der Einzige, der solche Witze machen darf, weil der ist ja Türke. Deswegen darf man solche Späße machen. Ja, ganz lieber Kerl auch. Okay. Wir haben jetzt schon klar ein paar Runden zusammen gespielt. Wobei, Der Major ist ein lieber Kerl. Ja, ganz netter Kerl. Absolut. Oh, hat ein Späßchen jetzt. Das ist alles Propaganda, was du da machst, ne? Weil die sich gegenseitig haten wieder, oder was? Du musst den Major mal bei DayZ erleben, wenn er verliert. Alter, wie scheiße. Ja, aber gegen Cheater? Ist da hinten jemand gelaufen? Ich bin jetzt ein Gegenstand. Auto? Bist du ein Auto? Was soll der Scheiß denn jetzt? Alter, doch, da hier, das doppelt. Oh mein Gott. Das ist kein Auto. Doch, warst du das gerade? Ich stacke. Alter, Bronze, geh mal weg da, Benni, geh weg. Ist doch kacke. Ja, genau. Wir waren das gerade? Ja, ich war das. Alter, oh mein Gott, wenn jetzt wegkommt. Ich bin als Lampenschirm, bin ich raus. Der muss mich doch direkt entdecken. Wenn jetzt wegkommt, der muss mich doch direkt entdecken. Das ist geil. Aber ist das eigentlich nicht die Map Bloodbath oder so? Nee, Bloodbath heißt der Server. Steht auf jeden Fall da. Aber hier, der Schrank, der ist doch gefaked. Ist der Server. Okay. Ja, schon, sorry, ey, Leute, ich hing fest. Aber welcher? Ah, Mann. Rotzi! Nein! Scheiße! Was denn? Haben wir ihn? Nee, ich bin gestorben irgendwie. Wo denn? Jetzt hab ich ihn. Wieso hab ich nicht getroffen? Ich hab meinen Gegenstand gewechselt. Aber der Schrank wie ein bisschen Späßchen hier. Oh! Wir sind dann machen wir mal ein Fass auf, wo du da unten. Alter, das ist ja mega assi, das Versteck von Patrick. Das muss ich ja mal sagen. Was?
Ja, bam. Das habe ich mir auch sehr lange so ausgesucht. Ne? Die standen ineinander, die beiden Fässer. Das Versteck von Dennis finde ich auch sehr souverän. Bitte? Bitte, was ist Bronze? Ja, du hast das schon verstanden. Was denn? Alter, wiederhol Dennis, mal, Herr Bronze. Bist du dahin hingelaufen oder wie war das? Spiel das Spiel zum ersten Mal heute. Ich wurde geliefert von einem Elektronikfachhändler. Ah, alles klar, ich verstehe. So, also wir geben uns zwischendurch mal ein paar kleinere Tipps, damit es ein bisschen flotter dahergeht. Aber also wir werden uns gegenseitig nicht verraten, nur derjenige, der selber spielt, darf verraten. Patrick, ernsthaft? Von einem Elektronikfachhändler ist ein Paket. So, wir haben noch 2 Minuten 30, bis man verpflichtet ist, rumzurennen. Das haben wir reingemacht, was die Regel, damit das ein bisschen frischer daherkommt, weil sonst dauert das halt auch ewig. Ah, der Inhalt in dem Paket. Je nach Karte. Ey, Patrick, kannst du dir mal ein eigenes Zuhause suchen? Geh raus hier. Wo bist du denn? Ich sag direkt neben dir. Guck, Patrick, guck. Nein! Ah! Wer ist denn hier? Okay, das ist auf jeden Fall, also wenn du den nicht siehst, dann ist mir aber auch nicht. Leute, eine Glasflasche. Glasflasche voll. Oh. Eine Glasflasche. Alter. Boah, da war ich mit dem Patrick in einem Raum, ey. Gott sei Dank haben die mich nicht gesehen. Huh, schnell weg hier. Fuck, ey. Wo ist der? Den findest du nie. Der ist durch abgebrannter Rio. Geil, Alter. Okay, noch 2 Minuten, bis der Patrick überhaupt rennen muss. Da, er rennt ins Haus, er rennt ins Haus. Sehr gute Nummer von Patrick hier, den wir gerade beobachten. Hä? Wo ist er hin? Ein Minute nach oben. Leute, ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Und der Curry probiert wieder Ruhe reinzubringen in die ganze Nummer. Das wird's lustig. Die magische Ruhe. Oh mein Gott. Patrick, renn wieder rein. Nein, renn wieder rein. Oh Gott, wie krass, ey. Jetzt, nein. Ja, das kann doch nicht sein. Hier ist im Kreis. Alter, mega geil. Wie ist das so mit dreckigen Unterhosen? Mega geil. Gut entkommen hier, gute Nummer. Er ist hier drin noch, er ist nicht rausgelaufen. Da ist er. Und die kriegen halt Leben abgezogen, wenn die was anderes treffen als die Flasche. Deswegen können die daran sterben. Darf nicht mehr daneben schießen. Das war auch das Problem vom Tommy gerade eben, als er mich erledigen wollte, habe ich ihm den Gegenstand gewechselt und der ist selber erschossen quasi. Der ist noch hier drin. Der gute Tommy. Die Flasche ist aber echt mies. Ja, das war mies mit dem Tisch. Irgendwo zwischen den... So, jetzt muss der Patrick rennen. Eine Minute ist abgelaufen, jetzt muss gelaufen werden. Und der Dennis allerdings auch. Und der Dennis hat da natürlich ein Auffälligkeitsproblem. Ein leichtes. Alter, sehr schön. Aber Dennis, nicht stehen bleiben so lange, ne? Sagen wir maximal 3 Sekunden stehen bleiben, dann muss man wieder laufen, okay? Oh, das ist ein guter Deal. Lass uns mal was meint ihr? Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und auch noch eine kleine Frage an euch. Was seid ihr eher lieber? Er ist ein Geschirrspüler. Geschirrspüler, also Props oder Hunter? Was wollt ihr lieber spielen? Was findet ihr besser? Ja, der Dennis war gut, aber den Bezett... Der Bezett ist richtig, richtig krass da unterwegs. Boah, Patrick, denk da so nur 3 Sekunden stehen bleiben, darfst du? Eine Birne? Ja, du musst dich echt bewegen, Patrick, jetzt komm. Krass, ey. Beweg deinen. Patrick. Da. Was denn? Das ist so gemein, ey. Ist der drin? Wann ist der denn reingekommen? Oh. Nee. Oh Gott! Da. Letzte Sekunde! Ja! Yes, krass! In der letzten Sekunde haben die Jäger den Patrick noch bekommen. Ja, und so war aber super sauber. Spannend, die Runde. Absolut, sauber. Richtig spannend. Mensch, aber ruhig dich mal. Hat richtig Spaß gemacht. Warum habe ich denn -1, ey? Was ist denn da los? Hast du dich einmal selbst getötet? So, und jetzt machen wir einen kleinen Kartenwechsel. Oh. Können wir mal betreiben. Ist ja die erste Folge. Machen wir Restaurant. Komm, Restaurant. Lecker, lecker, yummy. Restaurant. Lecker Hummer. Ich wollte mich schon immer als Essen verstecken. Es gibt natürlich noch ewig viele andere Maps. Wir zocken jetzt noch ein paar Runden Restaurant. Wie gesagt, wir machen die Folgen so 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten lang. Ein bisschen kurzweiliger. Und alle 2 Tage werden diese Folgen erscheinen. Allerdings werden wir nur so 3-4 machen. Und dann ein anderes Game dieser Art von Garry's Mod anspielen. Da gibt es zum Beispiel noch Mörder und vielen, vielen anderen lustigen Kram, den wir euch gerne zeigen würden als Let's Play, sofern ihr den Bock drauf habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dann auch empfehlt auch. Ja, und das jetzt so ein bisschen die Dings von TTT, die Alternative. Was denn? Oh, da müssen wir nochmal rein. Ist kein Problem, kriegen wir hin. Geht mal auf Verlauf, Freunde. Hey, ich bin auf dem Server noch drauf. Was habt ihr? Seid ihr runtergeflogen? Ich bin runtergeflogen, bei mir hat die Karte nicht. Ja, ich bin drauf. Oh, das wird eine coole Map, die kenne ich. Oh, jetzt sind wir natürlich nicht mit Curry befreundet. Und ich glaube, wenn wir runter, fehlt uns wahrscheinlich irgendeine Karte. Deswegen lasst nochmal zu dem United Freedom Force Server gehen. Yeah. Ich guck grad mal, ob ich den Curry mir fehlt die Map. Die fehlt mir auch. Das ist ja Betrug. Also wir haben nicht alle Maps am Start. Wollen wir denn auf den United-Server gehen? Ja, der hat, glaube ich, auch eine Map, die wir nicht reingeladen haben. Hm. Ja, dann machen wir eben einen kleinen... Obwohl, komm, das können wir auch mal zeigen, wie das so läuft. Gerade mit dem Netzwerk und so. PH-Hotel. Ich gehe mal einfach Internet, Propant. Nee, das läuft nicht. Wenn ein schöner Fisch. Läuft leider nicht, Dennis, die Karte. So, jetzt können wir hier nach Spieler sortieren. Das sind die Server. Es gibt super viele Propant-Server.
Und ich nehme jetzt einfach mal einen leeren. Und zwar HOC. Original Prop Hunt. HOC. HOC. Sucht einfach mal nach HOC. Okay. Dann gehe ich mal raus. Klar. Hier. Ich gucke jetzt mal, ob das überhaupt klappt. Ja, der lädt ganz viele Add-ons runter. Das Spiel ist so krass modifiziert, dass selbst Prop Hunt halt auch diverse Karten bietet und sehr stark modifiziert AOC. Ist. Und wir spielen jetzt auf jeden Fall hier noch ein, zwei. AOC Original Prop Hunt. Genau, das ist es. So, und der lädt jetzt halt, wie gesagt, noch ein bisschen runter. Bei mir lädt er jetzt auch gerade hier, ich sehe das auf meinem riesen Monitor, deswegen bin ich auch mit Add-ons den Augen immer so. Lädt runter irgendwelche. Genau, was, das was dauert jetzt ein klein bisschen. Und in der Sekunde singt der Curry uns ein Liedchen. Hm? Nein. Komm, Curry. Löwe. Nein. Löwe. Patrick, mach du mal on air. Nee, das kommt jetzt später noch. Ja, das scheint eine Wobei, das ist jetzt, glaube ich, schon rausgekommen, oder? Der Major möchte gerne singen. Und zwar die türkische Nationalhymne. Nee, das stimmt nicht. Sing mal, komm. I know exactly how you feel. Was war das denn jetzt, ey? Oh, Bronze, ey. Ja, du kannst es doch, Alter, komm. Ich kann's, du nicht? Ja, hau raus, komm. Der Major, seine Hymne ist immer Mampf Döner mit mir. Boah, jetzt wird's aber gemein zum Major. Der Major versteht natürlich den Spaß, ganz ehrlich. Ja, also nicht jetzt, dass hier einige denken, oh mein Gott, rassistische Witze. Hier darf jeder mitspielen, wie er will. Das hat nichts damit zu tun, aber der Major ist immer Döner, wirklich immer. Ja, bist du ein richtiger Döner-Fan? Nee, nur ohne Zwiebeln. Döner ist das super. Was ist denn dein Leibgericht? Boah. Schwere Frage, ne? Okay. Was so wie, was ist dein Lieblingsfilm? Was ist denn euer Leibgericht? Schreibt es in die weißt Kommentare. Weißt du, was Majors Lieblingsessen ist? Flugzeugessen. Oh Mann, ey. Das kommt ja ganz drauf an. Welches Flugzeugessen? Du meinst, lieber Ja, überleg mal. Vielleicht verstehst du es irgendwann mal. So. Wieso bin ich allein auf dem Ich lach mich tot. Wir kommen jetzt. Ja, du hast ihn gar nicht verstanden. Natürlich habe ich den verstanden. Super. Aber das ist ein beschissener Witz. Serverwechsel sofort. Server, ja, das stimmt. Ich schäme mich selber. Boden um Boden. Alter, wie viele, guck mal. Ich hasse mich. Ja, solltest du auch, Dennis, solltest du auch. Ich mal lieber jetzt schnell die Kapuze an. Hier das ist zwei können wir zur Sicherheit bei Brabant. Guck mal, das zwei, zack. Ja, machen wir mal. Was macht ihr? Das zwei, Mapwechsel. Server. Der fragt gerade nach dem Server. Kennen ja die meisten auch das zwei. Achso, dann komm ich wieder rein. Changing level. Dann komm ich noch auf den anderen Server, oder was? Ja, komm nochmal drauf. Ist aber nicht der AOC jetzt, ne? Sondern ihr meint. Doch, aber Alter, was lädt ihr denn die ganze Zeit runter bei mir? Ach so. Ich lade auch immer. Weil ich habe die ganze Zeit runtergeladen. Siehst du mal, so läuft das hier bei Prime. Ja, erste Folge. Kommen Sie drauf. Ja, komm ich noch auf den AOC. Ich glaube, der muss jetzt nicht alles wieder alleine runterlaufen. Zack. Oh nein, der lädt alles wieder neu runter, glaube ich. Aber das geht schneller, weil du die Karte schon hast. Das funktioniert. Map wird, glaube ich, jeder kennen. Welche Map ist das? Es ist dunkel. Ich bin so gespannt, welche Map jetzt laden wir. Das ist zwei. Ah, die kennen wir. Counter-Strike. Mit alter Hut. Die Runde startet gerade. Dann trinke ich mal was Geheimnisvolles an diesem Getränk her. Sorry, Freunde, für die das jetzt Unterbrechung, wir lassen das jetzt einfach mal ungeschnitten, damit ihr es nochmal seht. So. Ja. Ist ja okay. Dafür trinke ich heimlich an einem Getränk, wo keiner weiß, was es ist. Was hinten ist aber da? Maracuja-Schorle. Voll die Coca-Cola. Es brudelt, glaube ich. Wenn das noch Viking-Helmet wird da reingelesen. Ist das vielleicht eine Wikinger-Karte? Ein paar Witze auf Lager. So, ja. Es geht los. Bei mir noch nicht. Ich bin noch am Laden. Bei mir auch. Worüber nicht. Denn? Was ist denn da? Der Viking-Helmet, der dauert ewig. Endloser Ladescreen. Sending Client. So, jetzt Info. Aber. Oh, es bleibt spannend. Client-Info, ja? Da wird der Klient, wir sind ja beim Anwalt. Der Major. Major ist schon mal tot. Wir sind hier beim Anwalt. Ja, das war's, ne? Das war's schon. Ja. Ach, das war's das schon. Die erste Runde schon gelaufen. Ja, Runde gewonnen. Und welche Karte ist hier? Dust. Kennt ihr ja aus Counter-Strike? Dust. Das wird schwer, sich hier zu verstecken. Aber die Karte ist natürlich bekannt. Also es gibt immens richtig. Viele Karten. Und ihr schreibt natürlich gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Patrick, Alter. Ja, die habe ich auch gesuchtet früher bei Counter-Strike. Ja, der diese Maps, die er oft spielt, und zwar der Dustin. Oh. Der Dustin. Alter, jetzt wird es aber echt bitter. Wegen der Karte, ich verstehe. Wer ist denn da bei mir? Wer ist da bei mir? Der beste Mist aller Zeiten. Du kannst ja gerade manchmal sogar lustig sein. Beide auf einem Haufen. Ey, warum habe ich nichts gewählt? Achso, ich bin Hunters jetzt. Ja, komm. Lol. Klettern. Hallo. Jetzt springe ich auf dich drauf. Oh, boah, guck mal. Oh, Alter. Boah. Ey, Alter, das ist ja total die Tarnung. Perfekt. Curry, was übrigens der PZ ist gar nicht mehr am Laufen, ne? Doch, guck doch. Hä? Ich sehe nur dich, kann nur dich spectaten, komischerweise. Patrick? Nur den Curry kann ich spectaten. Ich bin daneben. Mach mal deine Aktion, also. Patrick. Blup. Ich kann auch gerade irgendwie die Kamera gar nicht so richtig drehen, weil du irgendwie pass so auf. Komisch drückst. Drück mal Leertaste, Walle. Ah, cool. Oh Gott. Ah, lang ist so rein. Kann man dann alle hier. Oh, da hat sich einer bewegt. Was war das? Hier hat sich einer bewegt, ja. Hier, da. Ja, lauf weg. Man darf natürlich keine Tipps geben, wo die anderen sich befinden, das ist ganz klar. Wie schnell bewegst du dich? Der ist so schnell, Mann, den krieg ich gar nicht.
mein ist scheiße. Was soll das denn, Curry? Gute Nein! War voll überbelichtet, die Karte, ey. Ja, die ist ja, echt die überbelichtet. Ist, das ist HDR hier, oder was? Vor allem ist es richtig geil, wenn du nachts so zockst, weißt du, und dann... Brennt dir das so die Netzhaut weg, ne? Bist du erstmal ja. Also man kann also sagen, hier, ich kann mal gerade hier, wir sehen 2.55 Uhr auf der Zeit. Es ist super spät, nächtliche Session. Wo ich gerade auf der Map gekommen bin, hat mein Auge erstmal so gemacht. Pssst. Und morgen auch noch hier richtig, es ist ja gleich Livestream, ja, wenn die Folge auf eure, über eurem Monitor flimmert. 18 Uhr, myvideo.de/lpt, falls ihr sehen wollt, mal reinschauen wollt. Livestream. Also wenn ihr die ganz top aktuell schaut, müsste dieser gleich dann kommen. Vielleicht, wenn ihr die Folge dann, habt ihr noch 3 Stunden. Meine Damen und Herren, der Livestream verzögert sich um 5 Stunden. Nein, wird er nicht. Ja, beim Livestream ist ja ein ganz besonderer Gast, oder beziehungsweise eine besondere Gruppe da sein. Ja, die Circle of Alchemist waren da. Wozu der Tommy und der Benny gehören, oder sind da, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir sind jetzt gerade eine Nacht vorher. Ich prophezeie einfach mal, dass euch nicht, wenn eine rote Mütze aufhat. Wenn ich wieder fette Augenringe habe. Das ist sehr wahrscheinlich. Boah, hab ich recht, Tommy. Okay, jetzt sind wir Gegenstand. Gerade. So. Und was, weißt du, was ich prophezeie, Curry? Dass die, ja, das auch. Aber dass die nämlich einen bekannten Song produzieren werden. Welchen denn? Kenn ich nicht. Weiß nicht, was du meinst. Verstehe ich nicht. Weißt du, Patrick, kenn ich auch. Also man sieht das übrigens nicht, wenn man sich dreht, aber man weiß nie, wie das Ding positioniert ist. Das ist ein bisschen blöd. Okay, das ist gut zu wissen. Du bist eine dicke, dicke Kiste. Ja, genau. Ey, die Runden dauern hier, aber das sind auch kürzer hier, ne? Nur 3-Minuten-Runden irgendwie. Ja. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber es ist schwierig hier, weil es hier nicht so viel Gegenstände gibt. Ein bisschen flotter. Ich kann sagen, da vorne steht ein Fass. Ja, das hat alles... Oh, da kommt ein neuer Spieler sogar auf den Server, den wir nicht kennen. Paria. Paria. Hallo, oder Paria. Oder was auch immer. Paria Carry. Paria paart sich gerne. Ich bin paarungsbereit. Ja, Freunde, so ist es hier. Also ich warte mal in die Ecke. Paria Carry. Paria Carry. Was? Oh, da hinten läuft jemand. Alter, was war das denn, Tommy? Du Schwein. Ja, da stand was Komisches zwischen zwei Fässern. Zwischen deinen Beinen stand was Komisches. Antenne Radio, ey, was? Wo ist der hin? Oh, völlig überleuchtet teilweise die Wände. So, mal schauen. Mal schauen, wen wir noch so finden hier. Ah, On-Spot. On-Spot, Alter. On-Spot, aber auf der Map hier. Boah, super Versteck, absolut. Absolut super geiles Versteck von Bronze. Der Mann mit dem bronzenen Bart. Was war das? Ja. Also ich find's echt cool, das kann man nicht sagen. Wer war das? Was? Irgendjemand hat... Ist vom Major, ist natürlich auch ganz schön gemein, Major. Aber gleich natürlich in 40 Sekunden, wenn ihr die Zeit, gemein, wo ihr loslaufen müsst, dann wird sich alles ein ändern. Ein Versteck ist gemein, guck mal. Dennis, dein ist auch verdammt gemein, ja. Sind alle gemein. Oh, das ist echt gemein. Los, ne? Zum Glück verstehe ich Spaß. Warte mal. Oh Mann, Dennis, was machst du denn, du Vogel? Ich hab das doch gehört. Ey. Ich hab das doch gehört, weißt du, ich hab sogar... Dennis hat sich quasi geopfert. Komm ich um die Ecke, hängt ja, aber ey, ich musste das war super auffällig. Das war super auffällig, Alter. Noch 10 Sekunden. Guck mal hier, der Curry, auch sehr schön. So sieht er aus, wie er leib und lebt. Was war der Biftiki? Der Biftiki-Walle. Wir müssen jetzt laufen, ne? Oh, scheiße. Okay, lauf da mal. Das sind voll die Schweine, die mobben mich. Ja, komm, lauf mal los. Da oben ist, glaube ich, was gelaufen auf der Plattform. Schon TTT haben die Kuh. Ich glaube aber keine. Lauf um dein Leben. Ah, Mist. Also hier gibt es halt keine Regeln, außer dass man den anderen nicht verraten darf. Dafür können wir reinquatschen. Also kann man hier schön plaudern. Alter, wie geil ist das denn? Bro, komm mit, Alter. Da unten zwei. Da. Zwei. Oh nein, Leute, ihr habt noch 37 Sekunden. Ihr schafft das. Da unten zwei. Yes! Major! Major Tom, komm, renn! Major, zurück ins Rebregal! Was? Wie geil war das denn, ey? Ey, der Major hat echt geschafft, Bro. Alter. Major, mega nice. Nein! Krass. Und man muss sagen, du bist in Bewegung. Dosebeard. Man darf 3 Sekunden ungefähr warten, haben wir ja gesagt. Ja, ja, genau, gut, Alter, Atalay wieder hier am Start. Major, komm, 10 Sekunden, Major, komm! Hä? Wo ist der hin? Oh mein Gott, der hat eh kein Aim. Nein, euch doch. Oh, Major! Nein, das gibt's doch nicht! Das gibt's nicht. Alter! Was war das denn? Sehr gut, Major. Ah, Freunde. Alter Schwede. Dass wir den Zielen... Mann, so knapp. Ja, hallo, weißt du, wie schnell du da bist? Hallo! Ja, und ganz kurz, die Hunter, die haben immer einen schwarzen Bildschirm und da läuft oben links eine Zeit, 20 Sekunden, wo man dann
wo dann die Leute, die sich verstecken können oder beziehungsweise in Objekte verwandeln können, dann sich verstecken können. Also ganz kurz für alle, das ist keine Bildstörung oder sonst was. Nein, das spinnt YouTube heute nicht wieder. Und heute sind wir die Props, da gibt's Props für natürlich an dieser Stelle. Props. Und man muss Probi. Ja sagen, mit Major und Bronzebeard, mit Bronzebeard haben wir ja Natural Selection gezockt. Mit Major habe ich ja noch gar nicht, wir kennen uns ja noch gar nicht wirklich, der Major nicht. Außer, dass wir jetzt 2 Stunden ungefähr gespielt haben, was nicht aufgenommen wurde. Das war natürlich super toll. Deswegen können wir euch umso mehr über das Spiel erzählen. Also es ist auch nicht so verkehrt. Weißt du, wer dieses Spiel immer spielt? Oh! Meister Proper. Ey, geh hier weg. Meister Proper. Benni, bleib mal stehen, bitte. Ja, da rennt ein Reifen. Mal was testen. Kann doch nicht sein, dass der Reifen schneller ist. Was testen? Warte. Nee, es geht nicht. Schade. Alter. Ich komm mal vom Fleck. Was verfolgst du denn da, Sarazza? Den Reifen. Alter. Nimm mal deinen Haarreifen. Ey, du läufst mir hinterher, Benni. Halt den Reifenblatt, das kann doch nicht wahr sein. Ey. Wo ist der Reifen hin? Ist der holt ja direkt in meine Arme. Habt ihr Benni gemacht? Wir machen das. Habt ihr den Reifen erledigt? Ja, halt deinen Deckel fest. Sehr gut. Oh, schade. Sag mir, wenn du undicht bist. Und wer ist sauer? Ist ganz schön gereift. Wo ist der Reifen? Wo ist Marcel Reif? Ach Gottchen, ey. Also für solche Witze bist du einfach noch nicht reif genug. Sarazza, bitte werden Sie mal Nein, Curry! Kennst du Volksbein? Reif, Eisenbahn. Ist das mal ernst? Die machen ihren Weg frei, Alter. Curry, lauf! Curry, wo bist du? Alter. Hier gibt's aber schon ein paar gute Verstecke, ohne Scheiß. Ja, so Curry muss noch nicht, also man muss noch nicht rennen. Man hat noch ein bisschen Zeit, bis es los ist. Nein! Boah. Alter. Das ist wohl schwer, ne? Nein! Oh, hier. Nein! Wo bin ich? Scheiße, Mann. Ey, da läuft eine Kiste. Boah, Alter, Tommy. Da läuft eine Kiste. Ich finde die Mod ganz schön lustig. Also, es gibt natürlich, wie gesagt, geile Garys Mod. Wir spielen die jetzt ein paar Folgen und dann. Da rollt das Fass. Machen wir wieder was anderes. Wird es ein bisschen Pause geben, dann machen wir wieder was anderes von Garys Mod. Weil, Alter, wie gesagt, gibt es geile Spielmodi. Und die Jungs rennen da so durch die Gegend. Das ist so unfair. Okay, 3, 2, 1. Und jetzt müsst ihr laufen. Ja, Tommy! Lauf, Tommy! Tommy D'Angelo! Lauf einfach weiter! Es sind aber auch mehrere unterwegs. Renn den Marathon in der Wüste. Paria ist ja auch noch am Start. Was ist das denn hier? Wegrollen. Oh. Da hinter dem Tor. Ja, ich hab noch keinen gesichtet. Ja. Lauf lieber zurück. Ja, genau. Niemanden gesehen hier. Schön. Ja, Tommy! Schön. Ach, das war ganz Tommy. Ich hab einen anderen gekillt. Okay, ist trotzdem schön. Nur noch der Tommy. Wo ist der Tommy? Wir haben noch 33 Sekunden. Der muss doch irgendwo rumrennen. Der Angelo, wo treibst du wieder rum? Wo sind die Vögel? Scheiße, der Tommy, der schafft. Schuf, 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 schuf. Clever, der Tommy. Schuf, 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 schuf. Tommy. Ah, das kriegt er hin. Da ist er. Kleine Dose. Oh, fuck. Tommy ist gleich Dosenfutter. Wo ist der? Wo? Lauf. Der Tommy ist so unglaublich schnell als Dose. Ist unglaublich. Lauf. Nein. Kleines Ziel halt. Jawohl. Ja, schlag nach. Zickzack. Jawohl. Nein. Nach rechts. Nein! Oh mein Gott! Nein! Yes, oh mein Gott! Nein! Sehr geil! Ich hab den Tommy einmal erwischt, aber es war nicht stark genug. Ey, richtig gut gemacht, Tommy. Wunderschön, Tommy. Das ist aber auch schwer. Letzte Runde jetzt hier bei dieser kleinen Nummer. Ey, da war ich echt zu vermaledeit. Ey, 3 Uhr morgens, Herr Chris, und was immerhin. So eine kleine Dose zu verfolgen, echt anstrengend. Nee, das stimmt allerdings. Ja, die sind auch echt ziemlich schnell. Ja, du bist echt unglaublich schnell. Da musst du auch zack, zack, zack. Dann nennt sie auch Speedido, Speedida, die schnellste Dose von Mexiko. Oh. Hä? Mhm. Achso, das war ein Witz. Ja, weißt du, Sarazza, also ich will ja nicht hetzen, so. Ne? Aber war Dennis, also. Ich nee, mit dem Walle. Schon, also. Nee, redest du nicht mehr mit mir jetzt. Seid ihr denn? Komm, ich hole dich. Also, überall, wo ich rumlaufe, ist irgendwie ein Patrick-Bild. Was? Ja, überall sieht man diesen Gong. Wie ich gerade da wen gesehen hab. Ach, guck mal hier. Jetzt ist es weg. Ja. Weil du es neu gesprüht hast, ne? Wahrscheinlich. Richtig. Hm. Oh, hier ist eine Flasche. Nein! Wo? Oh, die sind vor mir weg. Ab auf die Flasche. Ab nach Nein! Figur. Nein! Nein! Hab ich auch blöd angestellt, ganz ehrlich. An dem Auto, es war aber echt, ich hab kurz über. Oder ist eine Tonne! Alter, was ist hier los? Wo denn? Geil, Dennis, geil. Gut gemacht. Aber der hat sich umgewandelt. Ja, gerade, verdammt clever sogar. Da habe Glück gehabt, dass er das genau gerappt hat. Oh. Hier hat jemand was gesprüht. Da ist wieder Bifteki-Walle.
Irgendwo ist der Dennis. Da habe ich mich echt blöd angestellt gerade. Das war mein Fehler. Alter, Tommy ist so schnurstracks auf mich zugelaufen. Er hat es irgendwie gerochen. Ich wusste nicht, was da los war, aber irgendwie hat das gewittert. Ja. Auf wen schießt du, Tommy? Die Milchtüte hier, die Milchtüte. Oh Gott, wo ist die hin? Fuck, Tommy. Da ist gerade eine Flasche unterwegs. Hochgelaufen. Da. Ihr habt nur 33 Komm Sekunden, her. Bis ihr wirklich rennen Komm müsst. Komm her. Da das ist war doch gewesen. Der Bronze, das war der Bronze. Oh nein. Der Bronze ist schon längst über alle Berge. Nein! LOL! Das war so auffällig. Das war der Dennis. Aber ich will halt nicht immer auf eine Stelle so stehen, weißt du? Major. Ich hab den Dennis noch rennen sehen, ey. Ja. Und Bronze. Boah, ey. Okay, 10 Sekunden noch, Leute. 10 Sekunden noch. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verraten. Sorry, falls das der Fall sein soll. 3, 1, go. Okay. Du musst gehen. Die 3-Sekunden-Regel hast du befolgt noch. Das galt noch, finde ich. Okay, gerade so. Ja, fand ich okay. Fand ich okay. An deiner Stelle würde ich den Gegenstand, glaube ich, doch loswerden. Ja, ist ein bisschen auffällig hier gerade, aber das kriegen wir schon hin irgendwie. Wohl so auffällig ist es teilweise auch nicht. Major! Ja, der Major muss jetzt hier. Sehr schön. Bronzi! Wie geil! Was ist das denn hier, das große Tempo oder was? Komm mal mit. Alter, geh weg! Major! Oh nein, wo seid ihr? Wer kommt denn da? Yes! Ohne ihn sehen. Oh nein, oh nein, komm noch! Major! In der Form hat man eine sehr gute Möglichkeit, aber abzuhauen. Ich hab nämlich den Tommy auch nicht. Alter, ernsthaft, Leute? Alter, ohne Scheiß. Nee. Los, Major, drei Typen. Major! Alter. Weiter, richtig gut. Die kriegt man einfach nicht. Ja, das ist super schwer. Wenn die zickzack laufen, dann ist das so krass. Tommy. Das war's von. Ich finde, auf der Map, man sieht ja auch wegen der Beleuchtung das Fadenkreuz so schlecht. Ja, das stimmt. Ja. Sorry. Das ist echt ziemlich durchleuchtet, das recht. Das war's auf jeden Fall von dieser Folge von Brabant. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Könnt ihr mal euer Feedback dazu geben, wie ihr dieses Spiel findet. Ist eine kleine Alternative zu TTT im Moment. Und wir werden natürlich noch weitere Games von Gary's Mod antesten. Aber jetzt gibt's erstmal die nächsten Tage noch ein paar Folgen Brabant. Ich glaube, übermorgen wieder oder so wird's sein. Bis dann. Ciao. Und. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.